Ja, Leute, ich bin Stannis. Dada Mission ist hier. Hallo, mein Name ist Max von Dada Mission. Guten Tag. Ja, und wir machen heute mal ein bisschen was anderes, und zwar so podcastmäßiges Gelaber, sage ich immer. Genau. Und zwar über ein Stück. Über One Piece Das war's mit dem natürlich. Video. Auf jeden Fall. Schönen guten Tag. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange rum, sondern wir fangen gleich an. Wir haben leider nicht wie Pete's Meet dieses geile Intro. Kennst du wirklich das Pete's Meet Podcast Intro? Nee, ich hab Pete's Das mit ist lang. so schlimm. Ich hab's lange Das nicht mehr geguckt, das Intro Pete's ist mit. so dumm, es besteht eigentlich nur aus Gelächter und irgendeinem Geschrei. The fuck? Und halt Musik. Das ist creepy. Können wir leider nicht auflassen, weil Copyright hier, ne? Peter? Bro? Oh, this bitch? Du. Ja, vielleicht schneiden wir das alles raus. Wir Let's fangen jump an. right into it. Genau, und zwar One Piece, und wir labern mal so ein bisschen über Wano Arc, deswegen auch schon gleich Spoiler für das letzte Chapter, was am Freitag rausgekommen ist. Wir wissen noch nicht, wann unser Video rauskommt. Spoilerwarnung ist jetzt raus. Wer das Video trotzdem noch guckt, ist selber schuld. Also es geht aber in dem Fall, es geht auf jeden Fall um Chapter 1042, soweit ich weiß. Das ist das Neueste. Genau, das ist das Neueste. Picture unavailable. Ja, wir wissen übrigens tatsächlich noch nicht, Leute, was ihr dann bei dem Video sehen werdet. Wir werden wahrscheinlich im Hintergrund irgendwas laufen lassen. Vielleicht läuft auch tatsächlich gerade im Hintergrund sogar dann am Ende Musik. Mal gucken. Wo fing nochmal eigentlich das Chapter an bei 1042? Ich glaube, das fing. Scheiße, müssen wir Nee, nachgucken. das Chapter fing damit an, dass Drake plötzlich aufsteht Genau. und erstmal dem CP0-Typen voll krasses Schwert in den Rücken sticht. Das war schon Das war WTF-mäßig. heftig. Ich dachte erstmal, er stirbt so. Aber das hat man auch schon beim Chapter davor so schlimm gesehen, so Drake so, ja, ich bin noch nicht am Ende. Ist einfach krank. Drake ist sowieso so ein richtiger Badass. Two-Face, Three-Face, weiß ich nicht, Ich Charakter. habe nebenbei das Chapter jetzt mal ganz kurz vor mir von der. Von One Piece. Das lädt gerade noch, genau. Genau, ach ja, das Bild von Penne ist ja immer irgendwie, ich glaube, gerade Whole Cake Island, wo die halt. Ich glaube, Yonji und noch und. Niji. Genau, Niji Niji. und Yonji halt festhalten und jetzt, glaube ich, nach Whole Cake Island bringen. The fuck? Ja, genau. Das ist Genau. halt noch so diese, es gibt ja immer diese Cover-Stories. Ja. Cover-Page-Stories. Ja, dann haben wir quasi. Dann ist halt so krass dieser CP0-Typ, der halt, by the way, immer noch keinen Namen hat, ne? Einfach Das ist halt dieser Typ CP0-Typ. mit dem komischen Hut und dieser Maske. Also der quasi so groß ist wie ein normaler Mensch. Es gab ja noch diese Typen, die waren irgendwie 4 Meter groß oder Es war so. ein, da war ja noch einer mit ihm dabei. Ja, aber das war ein neuer quasi wirklich. Ich glaube. Das war auf jeden Fall ein neuer, weil der hat nämlich einen Namen, der neue. Maha. Ach so. Die anderen haben alle noch immer noch keinen Namen. Also die man zuerst auf Dressrosa Ist gesehen hat. das wirklich noch das Schwert von Das von Schwert Spandam? von Spandam ist ein eigenes Mitglied von CP0. The fuck? Ja, also der Typ überlebt es auf jeden Fall. Einfach mal diese Attacke. Ja. Aber muss er ja auch. Ich meine, da Er gehört zu benutzt. Ich CP0. glaube, er benutzt ja in der Hinsicht sogar fast, glaube ich, so eine ähnliche Taktik wie Rasur- und Fingerpistole in der Szene. Ja. Das hat man ja gesehen. Ja, ich glaube, ich X-Drake Schaden zugefügt. Ich glaube, doch fast in die Brust mit der Fingerpistole. Ja. Und Achso, und dann danach. natürlich auch die erste Sache, die man schon mal sagt, Leute, das Chapter müsst ihr selber raussuchen. Wegen Copyright, wir können euch das natürlich nicht zeigen, ne? Ja, genau. Und wir gucken uns das gerade noch nebenbei nochmal an. Und das war eigentlich der Kampf. Also es ging halt, glaube ich, nur fast 1,5 Seiten, wenn nicht sogar ein Ja. bisschen weniger. Also war ganz kurz. Also X-Drake ist, naja, nicht tot, aber halt, glaube ich, K.O. in der Hinsicht. Und wir springen halt ganz kurz nochmal zu den Leuten, die auf der vom Flower Temple oder so sind. Ja. Flower Flower Kingdom? City? Ich glaube, es war. Ist Flower City, glaube Flower ich. Capital, Entschuldigung, Oh, steht sogar hier, ich bin wow, dumm. beide Fails. Flower Capital, Entschuldigung. Genau, die haben jetzt so, die machen diese Laternen bereit für dieses Festival. Ja, und die schreiben da jeweils die Wünsche rauf. Firefest, ne? Ich glaube, es war das Firefest. Was eigentlich schon seit mehr als 100 Kapiteln angekündigt wird. Ja, so dumm. Ja, man sieht einfach nur ganz kurz, die Leute machen diesen Wunsch bereit. Ja, machen halt sozusagen nicht diesen Wunsch, die Laternen bereit. Schreiben die Wünsche mit drauf und wir springen direkt auf Onigashima Roof. Rooftop, ja. Und hier. Wird's spannend? Denn wir sehen Kaido gegen Ruffy nochmal kämpfen. Einfach Ruffy immer mit nur. seinem sogenannten letzten Gear 4 Form Ja. in Snake Man in der Zwischenzeit.
Und das Krasse ist, ich glaube, das war sogar auch im letzten Chapter mal angekündigt, Kaido konnte diese Angriffe nicht sehen mit seinem Observationshaki. Ja. Was ich krass fand, aber er ist einfach drunk. Wobei man jetzt gleich ein bisschen sieht, dass es so ein bisschen so eine Verarsche ist. Ja. Dass er nämlich doch immer noch dieses krasse Haki hat. Ja. Und dann doch noch irgendwie ausweichen kann und so einen krassen Scheiß. Fun Fact, aber nach Haki hätte ich ja vorhin nochmal gesagt, ne? Bei Rüstungshaki, also wo dein Körper ja schwarz wird, ist eigentlich nur im Anime so gemacht oder an sich so gemacht worden, damit die Zuschauer es auch sehen können. Eigentlich sieht man dieses Haki ja gar nicht wirklich. Ja, so habe ich das mal gehört. Deswegen hat auch Doflamingo anscheinend Ruffy ausgelacht, als er zum ersten Mal Gear 4 Bounceman wurde. Weil es sieht einfach fucking ugly aus. Ohne diese schwarzen Hände. Ja, aber eigentlich ist es dieses Hardening, ne? Ja, genau, dieses Hardening, dieses, halt sozusagen, ja genau, dieses Hardening ist aber eigentlich unsichtbar in der One Piece Welt. Ja, ja, das stimmt. Ja, deswegen hat ja auch, wie gesagt, Luffy ausgelacht. Ja. Das fand ich einfach. Fun Fact nebenbei. Ja. Willst du noch was dazu sagen? Hier seht ihr auch schon, Leute, dass wir cutten halt nicht, sondern es ist halt wirklich uncut. Spontan, ohne Skript, deswegen verzeiht uns bitte. Genau, also ja. Ist halt ihr seid voll die Bastard. Nein, Spaß. Ruffy gibt ihm übelst die Schläge, aber hier, wie ist er mal, der Bösewicht. Kaido blockt den Schlag von Ruffy, so einen zumindest mit seiner Keule. Hat jetzt auch keinen, sag ich jetzt mal, keinen Thunder Bagual oder so eine Scheiße angesetzt. Einfach nur angegriffen, Ruffy konnte diesen aber nochmal reflektieren und einfach voll in die Fresse gegeben. Der Kampf ging einfach zigmal weiter so. Kaido war ein bisschen komisch, weil er wahrscheinlich betrunken war. Er kommt so an, so, ey, low, ey, yo, es tut weh, hör auf damit. Ich find's halt voll lustig, wie er so durch diese drei besoffenen Phasen durchgeht. So. Glaub, das waren drei, ich glaube, es waren sogar mehr. Ja, sogar mehr, kann sein, dass auch mehr waren. Vor allem das eine heißt irgendwie so Rampage oder. Hier, Flirty Drunk war das erste. Nee, Homicidal Drunk oder ja. So heißt es. Flirty Drunk war ja so dieses Stop It You und dann so ein Herz dahinter im Manga, das war so ein bisschen. You sussy. Sussy Baka. Genau. Dann hat man nochmal ganz kurz Ruffy gesehen. Also er hat halt so gesagt, so, ey, yo, du bist immer noch betrunken. Jetzt möchte ich gerade selber nochmal sehen. Was stand denn mal gerade? Ja, also er ist halt wirklich hart betrunken noch im Kampf, aber sieht halt die Zukunft voraus. Ruffy gibt ihm übelst die Schläge, erzeugt damit eigentlich so eine Rauchwolke und Kaido springt wieder raus in seiner Drachenform. Ja. Ja, diesmal als Thieving Drunk. Wo ich mir denke, okay. Das Krasse fand ich aber auch in diesem Chapter, dass er einfach Ruffy gebissen hat und ihn so gesehen auch fast gegessen hat. Das hat man ja auch nochmal ganz kurz gesehen, wo ich mir dachte, ey, hallo, was geht? Genau, er hat ihn halt sozusagen gebissen, in die Luft geschleudert, sozusagen so ein Wirbel. Hat ihn dann in der Mitte durchfallen lassen und dann mit seinem Blast Breath dann einfach zu Boden geschossen. Hat, glaube ich, sogar durch ganze Flower, durch ganze Onigashima durchgeschossen. Alter. Hat man, glaube ich, nochmal für kurzen Shot gesehen und sagt, was ja, du. Ja, dann machen wir jetzt nicht jede Szene einzeln, sondern gehen mal so ein bisschen da so durch. Genau, ja, Ruffy komplett durch Onigashima durch, kam aber dann zum Glück wieder durch Bounceman wieder auf das Rooftop zurück. Ja, und jetzt hat er eigentlich das Problem, sein G4, seine Zeit ist ja eigentlich fast um. Ja, also er hat wirklich noch sozusagen da ein bisschen die Arschkarte dafür, dass halt sein G4 wirklich fast um ist. Ist über Kaido in der Szene und setzt seinen Gum-Gum und jetzt kommt Supreme Kong-Gang ein. Und ich war so, what? Das ist einfach so schlimm. Ja, also eine neue Version von seinen Attacken, ja. Was ich auch krass fand. Hat Kaido schön auf die Fresse bekommen. Aber ich glaube, Kaido hat sogar da nochmal gekontert mit so einem Thunder Roaring. Und es war so. Dann kommt halt so am Ende, also quasi als letztes, so die letzten zwei Seiten, kommt halt so quasi das Schlimmste. Genau. Nämlich ja, also der Kampf wird quasi so ein bisschen unterbrochen fast. Genau, also er hat halt Thunder Roaring eingesetzt, ja, Thunder Roaring Bagua, um genau zu sein, hat Ruffy dann zu Boden ein bisschen geschlagen, was ich auch krass fand, also man hat wieder diese weißen Augen gesehen, so. Ja, ja. Und es kam halt schon dieser Dampf raus und war so, oh, das wird brutal. Ruffy selber meinte, er darf nichts davon rauslassen, yo, jetzt geht's weiter. Beide kämpfen noch, Ruffy
Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn du jetzt auf dem Bild guckst. Ihr seht es natürlich jetzt nicht, wir untersuchen mal das Bild gerade. Ihr müsst das irgendwo selber raussuchen, wir können auch tatsächlich nicht, weil das ein bisschen illegal ist. Wir können euch auch nicht sagen, wo ihr die Chapter findet. Das sieht aber so ein bisschen aus wie eine Mischung aus normal G2 und G4, oder? Ja, weil hier steht ja auch noch bei dem Chapter, Ruffy ist in der Lage, zwischen den Gear 4 Formen da zu wechseln. Genau, aber es sieht aus wie so eine Hybridmischung aus dem Gear 4. Ja, genau. Also er wechselt da irgendwie so krass. Kaido ist aber wirklich jetzt auch in seinem halt homicided drunk Phase gerade. Also er ist wirklich aggro hoch 10. Ich glaube, der ist auf Mord aus. Ja, genau. Und mitten in der Sekunde, wo beide aufeinander zufliegen, ja. Kaido und Ruffy, snappt es und der fucking CP0-Typ ist da und setzt Iron Body ein, also Rüstungshaki sozusagen. Und Ruffy ist natürlich so, the fuck is this shit? Ja, dann Kaido bekommt wieder die Flashbacks. Genau, Kaido bekommt den übelsten Flashback von Oden, also gegen Oden sozusagen. Oden wurde ja auch distracted damals und jetzt Ruffy hat quasi auch. Ja. Und mal gucken halt, es gab irgendwie so auf Reddit, was weiß ich, wie viele Möglichkeiten, by the way, Reddit eigentlich sonst übelster Schmutz, aber für One Piece, das One Piece Reddit ist okay. Stimmt. Da gab es irgendwie so richtig viele Möglichkeiten, wie Kaido jetzt eigentlich reagiert. Ja. Also darüber kann man jetzt rumspekt. Man sieht auch in einem Shot sein eines Auge und es sieht aus, als würde er gleich anfangen zu heulen. Also es ist, glaube ich, dann wieder in dieser Sad-Drunk-Phase, so eine Scheiße. Ja, also man sieht auf jeden Fall, Ruffy wird halt von dieser Keule übelst geschmettert. Ja. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass Ruffy wahrscheinlich dann wieder irgendwo in Onigashima landet da. Es gab ja auch schon die Theorie, dass Ruffy halt doch noch einmal verliert. Das kann gut sein. Ja. Also ich glaube nicht, dass der Kampf jetzt schon vorbei ist, also das wäre halt krass. Ja, ja. Und ich weiß nicht, was der CP0-Typ da machen möchte. Also wenn er da jetzt noch stehen bleibt, ich glaube, das ist der Nächste, der weggeburnt wird. Ich glaube, ist das jetzt quasi hier, man könnte eigentlich legit bei unseren Videos nochmal diese Kapitelfunktion benutzen, ne? Kennst du diese Kapitelfunktion? Ja, du meinst so halt, wo unten so... steht, wo man gerade ist, bei welchem Thema. Wir lassen jetzt mal kurz die Chapter-Diskussion und quatschen einfach nochmal über den Rest von Wano. Und es gibt keinen Break für nächste Woche, sprich, es kommt nächste Woche Freitag um Punkt irgendwann ein Chapter nochmal raus. Beziehungsweise, Leute, wir wissen, wie gesagt, echt nicht, wann diese Videos kommen. Wir versuchen, das hier schnell rauszuhauen. Also auf jeden Fall gibt es keinen Break, das heißt, sprich... Chapter 1043 kommt bald. Kommt auch am... So gesehen am Freitag dann nochmal da raus. Ja. Genau. Jetzt gibt's halt noch so ein paar. Fang du mal an mit so ein paar Spekulationen. Was könnte so in Zukunft passieren? Während ich hier nämlich leider gerade mal besuchen muss. Ich glaube, eigentlich ist es eigentlich noch wieder ein Spoiler, weil es ist rein theoretisch immer noch. Wir haben gerade das ganze neue Chapter. Ja, aber ich meine jetzt auch so von was davor passiert ist, auch, sag ich mal, mit Big Mom und so alles. Ja, das können wir alles erzählen. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass Big Mom noch nicht komplett defeated ist, auch wenn sie eine Bombe mit sich getragen. Also sie hat sonstige Sachen überlebt. Ja, eben, also sie überlebt halt einiges. Oder ja, deswegen, ja. Also ich glaube, Kaido auch. Sie ist wahrscheinlich sehr stark geschwächt, ja, also das muss man dazu sagen. Sie hat auch echt krass eingesteckt, sie hat sehr viel Lebenszeit von sich geopfert, was ich krass fand. Ich sehe hier gerade was ich legit vielleicht übersehen habe im Chapter 1040. Big Mom gibt so an, dass One Piece in irgendeiner Form es auch in Wano gibt. Was? 1040 hat sie irgendwas gesagt? Ich guck mal ganz kurz, vielleicht finde ich es ja auf. Weil Leute, ich bin so einer von diesen Leuten, ich schnappe mir immer so die richtigen spicy Sachen, die mal so dann randommäßig erwähnt wurden, um dann krank rumzutheoretisieren. Ich guck mal nebenbei, du kannst dir schon mal ein paar Sachen erzählen. Ja, also es geht natürlich so ein bisschen darum, also was ist natürlich mit Drake so ein bisschen? Ich gehe mal natürlich davon aus, also wer auch immer jetzt hier mitguckt, der sollte One Piece kennen, dann sterben nicht einfach irgendwelche Leute. Also Drake wird es übernehmen, auch Izzo wird es wahrscheinlich überleben wieder, weil er auch mega krass am Arsch ist. Ja, aber ich meine, er war ein Whitebeard-Mitglied, also die sind an sich überleben mega einfach krass. Alles richtig krass. Dann ist noch interessant, Tsunesha will jetzt halt legit die unterstützen, die alle da sind. Genau. Will denen quasi helfen, weil er kann ja mit Momonosuke kommunizieren. Genau, was ich auch mega krass fand. Also, what the fuck? Also, ich gehe mal wirklich davon aus, Momonosuke eine mega große Rolle in One Piece. Spielt er eh schon im Wano-Arc die ganze Zeit. Jetzt war vor allem für all die Leute, eigentlich auch wir selber, die Momonosuke einfach, weil er dieser Bengel war, am Anfang einfach nicht leiden konnten. Bestes Character Development seit langem eigentlich. True.
Von Oda. Ich hab vorhin gesagt, von Oden. Ich guck mal gerade nebenbei, wo das denn vorkommen soll bezüglich dessen. Ja, ist auch nicht so wichtig. Wir sollten eher über die großen Sachen reden, die dann noch passieren könnten, quasi vielleicht. Genau, sie hat ja auch Roger beschuldigt in Kapitel 1040, ja, dass er halt das One Piece, so ich mal, sag ich mal, verraten hat. Genau, er hat nicht genug Tipps gegeben und so weiter. Was ich auch halt krass finde, ist, Kaido wird so ein bisschen wütend, weil Big Mom so fast besiegt wird. Ja. Also doch besser, doch mehr bessere Kumpels, als man vielleicht denkt. Also so halb, ich meine, die sind beide nicht wirklich klar mental. Mm. Weder Kaido noch Big Mom sind mental wirklich hundertprozentig am Start. Aber ja, also Kaido ist nicht so ganz so ein eindimensionaler Charakter. Eigentlich kaum sowieso. Es gibt wirklich so ein paar Charaktere, die ziemlich eindimensional sind, wie zum Beispiel Spam Bam. Der Typ ist halt einfach nur evil. Ja. Und dumm. Beides zusammen. Dann geht noch die komische Side-Story weiter mit Orochi und halt hier Hiyori. Was ich auch krass fand, ich war so, ja, okay, der lebt immer noch, der Bastard. Ja. Aber ich glaube nicht, ich hoffe nicht mehr lange. Ja. Aber wahrscheinlich hat er noch eine bestimmte Rolle im Ganzen. Jetzt kommt halt auch das nach, weil Hiyori hat ja gesagt, sie will ihn selber töten. Will sie halt jetzt vielleicht mit irgendwelchen Tricks, ich meine, er ist da irgendwie trapped, ist er doch. Er ist ja trapped, aber kann sie nicht verwandeln, weil, glaube ich, sie ihn ja mit so einer Nadel infiziert hat, wo er sich nicht mehr mit so einem Seestein, ne? Danke, ich kann auch den Namen nicht, weil wie das Ding scheint. Ich kann einfach kein Deutsch mehr. Ja, mit Seestein, das heißt, sie würde es versuchen, wahrscheinlich ihn umzubringen. Höchstwahrscheinlich, ja. Also, so gesehen, Onigashima ist eh schon am Zerbröckeln. Ja, weil ich frage mich immer noch, wie dieses Scheiß immer noch am Fliegen sein kann, weil es ein gigantisches Loch in der Mitte eigentlich ist. Ja, weil es einfach Kaido ist. Kaido ist einfach so OP, er battelt zwischendurch die ganzen Samurai, dann noch Ruffy, ja, Kid und so alle. Und er hält nebenbei noch Onigashima in der Luft. What the fuck? Mit diesen Flammenwolken, also ja, die Scheiße. Also, aber gut, man muss auch sagen, dass auch eigentlich Momonosuke dazu führt, weil er auch das ganze Ding halt zieht so ein bisschen, ne? Ja, das stimmt. Dann gab es nebenbei noch so einen anderen Kampf hier. Raizo gegen diesen. Der Name ist einfach so schwierig, der Name ist einfach cursed. Fukurokuju. Weißt du noch, wer dieser Fukurokuju ist? Der mit dem etwas höheren. Er ist irgendwie so Schädel. Der Commander von dieser einen Garde von Orochi. Mhm. Der wurde jetzt quasi auch besiegt. Genau, und der ist ja, glaube ich, verbrannt. Weil die halt sich mit Jutsu gegenseitig festgehalten haben die ganze Zeit. Also Jutsu, jetzt wirklich wie bei Naruto so ein Jutsu. Stimmt. Ja, also hier, Raizo hat es überlebt. Ist jetzt, glaube ich, von Jinbei gerettet worden, soweit ich weiß. Genau, ja. Ist er. Genau. Und das war halt sozusagen auch sein Akt, also war ich auch Props an ihn auf jeden Fall. Dann müssen wir halt legit nochmal gucken, also Law und Kids sind jetzt ganz schön angeschlagen. Ja, aber ich glaube, die werden auch so oder so nochmal gerettet von... glaube ich auch, ja. An sich von denen, die auch da sind. Ich meine, deren Crew ist ja so an sich da. Was die aber auch gestatet haben an sich, würde der ganze Kampf ein Stockwerk tiefer gehen, also mit Kaido und alles. Ja. Die hätten keine Kraft mehr. Die haben auch keine Kraft mehr gegen Kaido. Nee, also Law meint selber, nee, beide werden nicht mehr dazu in der Lage zu kämpfen. Glaube ich halt auch. Was ich mich bis immer noch frage, es gab ja in dem, ich glaube, vorletzten Chapter, 1041 auf jeden Fall, gab es die Szene, wo Zorro nach dem Kampf gegen King, ja, den fucking Grim Reaper vor sich stehen hatte. Stimmt, das ist noch nicht auf, das muss noch mal weitergeführt werden. Ja. Genau. Also klar, wissen jetzt, Franky hat ihn ja so gesehen aufgefangen. Ja. Das zum Glück, ja, weil das ganze Ding ist zerbröckelt auch an sich. Da kam Franky und denkt sich so, oh, Zorro. aber die Frage ist so, war das jetzt echt? Ja. Hat er gegen den Grim Reaper irgendwie noch gekämpft oder war es halt nur so eine Illusion von ihm? Weil auch was der Grim Reaper sagte an sich, war so verwirrend, wo du einfach denkst, Bro, vielleicht hat er so Halluzinationen, weil er so mega hart verletzt ist und alles. Ja. Das könnte natürlich auch sein. Müssen wir mal ganz kurz gucken, ob man noch über irgendwas, was nochmal war, labern könnte. Natürlich jetzt, doch nochmal ganz kurz zu der Sache, die natürlich am Ende des Chapters war, nämlich der CP0-Typ, wie wird Kaido halt reagieren, ne? Weil der CP0-Typ hat halt jetzt echt die Order gekriegt, sorgt dafür, dass Ruffy stirbt. Ja. Aber halt so eine große Gefahr ist. Rein theoretisch, also der CP0-Typ hat ja nichts gemacht, außer wirklich Ruffy abgelenkt. Also er hat ihn ja nicht verwundet. Er wollte halt irgendwie dafür sorgen, dass, naja, damit halt
Kaido ihn so voll point-blank-mäßig in seine Fresse erwischt. Was er auch in dem Punkt geschafft hat. Was auch passiert. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Ruffy im nächsten Chapter einen Stockwerk tiefer fallen wird, weil der Schlag halt schon heftig war. Und wahrscheinlich gibt es nochmal eine Diskussion zwischen den beiden. Ja. Also zwischen der CP0, also CP0-Agenten und halt Kaido. Wahrscheinlich beleidigen Kaido so nach dem Motto, yo, verpiss dich. Das kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen. Weil er halt noch drunk ist, Er ist immer noch ein bisschen drunk und ist halt heller mad. Ja. Also ich gehe wirklich auch davon aus, dass also nicht zu 100% gehe ich davon aus, aber es könnte halt wirklich auch sein, dass es vielleicht zum Kampf kommen könnte. Ja. Wenn selbst Kaido jetzt diesen Kampf annimmt, Bro, dann denke ich mir so, Alter, wen willst du noch bekämpfen? Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass Kaido halt echt seinen fairen Kampf haben will und Ruffy die Zeit lässt, sich zu erholen. Dass sie nochmal kämpfen können. Das wäre auch krass. Das ist auch eine ganz gute Möglichkeit. Was ich mich frage, ist immer noch so, die Marine ist ja auch auf dem Weg. Na. Ja, aber ich glaube, Zunisha wird sie auf jeden Fall aufhalten, so in der Hinsicht. Wahrscheinlich, ja. Ich meine, wir haben ja gesehen, wie krass Zunisha war gegen Jacks Flotte. Ja. Und Zunisha ist ja, glaube ich, ich weiß nicht wie hoch, zu hoch. Mega. Es gibt ja auch Theorien, dass Zunisha an sich ein Schiff ist und wahrscheinlich, ich glaube sogar Pluton das Schiff an sich angeblich sein soll. Das ist weird. Ja, ich dachte mir auch so, weil Plutons Baupläne wurden ja, glaube ich, von Frankie so zerstört. Ja, aber soweit ich weiß, wurde in der Story ziemlich klar gemacht, dass Zunisha ein Lebewesen ist. Genau, aber man denkt halt so, dass ganz oben, wo halt Zunisha seinen Rücken so gesehen hat, dachte man so, okay, vielleicht ist ja irgendwie so da ein Punkt, wo man halt sozusagen sitzen kann oder halt so sein kann. Das wäre halt sozusagen so eine Art Schiff, weil das wäre halt eine perfekte Kriegsflotte, ja, so gesehen. Stimmt. Zunisha ist ja an sich die stärkste Flotte in der Hinsicht, wenn man es so nimmt. Ja, sagen wir so, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, aber wir werden sehen. Also ich war auch so erstmal so, es könnte zu 50% Sinn machen, so muss nicht unbedingt, vielleicht sogar 40, ja, aber es ist einfach ein bisschen, also das wäre jetzt einfach zu random, dass Zunisha jetzt einfach ein Schiff wäre. Aber es könnte natürlich, könnte Zunisha Uranus sein. Was war nochmal Uranus? Das die letzte dritte Waffe, über die man noch gar nichts weiß. True. Das wäre vielleicht auch ehrlich gesagt smarter, weil über Pluton hatten wir schon ganze 3 Arcs hintereinander oder so. Das stimmt, und bei Zunisha würde es auch Sinn machen, weil rein theoretisch auch, wie du es sagst, Uranus, weiß man nichts davon. Ja. Und es würde auch mit der Fähigkeit von Momonosuke und halt Roger und Ruffy eben auch Sinn machen, dass sie halt diese Stimmen hören können. Beziehungsweise da habe ich immer so legit den Eindruck, dass Oda einen da so ein bisschen verwirren will mit der Stimme des Universums und so. Weil Ruffy hat es irgendwie so ein bisschen, klar, Roger hatte es, er konnte ja mit den Seekönigen kommunizieren, kann ja Ruffy auch. Aber nur Momonosuke kann Zunisha befehlen. Das ist halt so das Interessante. Und wir wissen natürlich aber auch, dass Joy Boy wohl der Kumpel war von Zunisha. Mhm. Also wer weiß, vielleicht hat irgendwie Momonosuke irgendeine Fähigkeit von Joy Boy gekriegt. Geerbt oder so. Geerbt gekriegt. Das wäre halt schon ziemlich krass gewesen. Vielleicht ist ja, keine Ahnung, Joy Boy irgendwie seine Mutter oder so. Okay, nee, das war jetzt ein bisschen. Oden, genau, Oden hatte auch die Stimme des Universums. Ja, und Pudding halt auch in der Hinsicht. Ja, weil sie zu diesem Drei-Augen-Stamm gehört, genau. Von dem man auch gefühlt nichts wirklich weiß. Oder halt noch nie eine gesehen hat, außer halt sie jetzt. Ja, Big Mom dachte halt, sie kann vielleicht die Kraft hier von Pudding nutzen, um den Poneglyphe zu lesen, aber das funktioniert vielleicht nicht Jobs so richtig. Jobs on you. It doesn't work. Nee, irgendwie nicht so richtig. Man muss sich überlegen, wer hat denn auch diese Poneglyphe oder an sich diese Schriftart, obwohl es ja eigentlich eine normale Schriftart bei denen in der Welt war. Das ist doch der Kutsuki-Clan. Okay, nee, da war ich jetzt ein bisschen neben der Spur, weil da, glaube ich, hat eine ganz andere Theorie. Ja, das Theorie ist ja gerade, deswegen ist Wano ja auch so wichtig für das Ende der Story, weil da kommen ja die Poneglyphe her aus Wano. Deswegen wahrscheinlich auch das mit Big Mom. Was ich auch meinte, dass das Wano halt mit One Piece auch was zu tun hat. Auf jeden Fall. Also, dass vielleicht das One Piece in Wano ist, was halt so an sich von Beginn an vielleicht ein bisschen Sinn macht, weil halt da sozusagen die Geschichte erzählt wurde. Also vielleicht ist irgendetwas, was mit dem One Piece zu tun hat, ist vielleicht in Wano. Ja. Also das One Piece ist safe auf hier Laugh Tale. Ja, ich dachte, das ist Laugh Tale. Ich dachte, es heißt, scheiße, wie hieß der doch mal im Deutschen? Das ist doch ein ganz anderer Name. Unicorn oder so. Oder die. Unicorn. Das ist so dumm einfach. Ich weiß es auch nicht. Ich würde mal gerade Deutsche Schlimmste. Spaß. Ja, Scheiße, ich wollte noch was sagen. Ach ja, was auch noch ziemlich lustig war, hier Momonosuke und Yamato, glaube ich, haben so das Tagebuch von Oden.
Aber was fehlt, so die letzten Seiten, so alles über Love Tale und alles extra so. Oden hat es extra rausgenommen, um nicht zu spoilern. Das war so der Joke so. Fuck it. Oden will nicht spoilern. Das war da so der Joke. Ansonsten, müssen wir mal gucken, über was man sonst noch labern könnte, was noch passiert. Ansonsten, Leute, bei uns geht's ganz schnell. Wir kommen vom Hundertsten immer ins Tausendste. Also wir fangen an, normal über das Chapter zu reden, sind dann bei irgendwelchen Theorien und sind dann plötzlich auf Love Tale, wie gerade eben. Weil, ich meine, das sind natürlich auch, das sind halt die großen Mysterien, die halt jeden interessieren am Ende. Und halt wie alles zusammenpasst, weil es kommt, das passiert zwar langsam, aber mit Wano ist sehr viel von dieser Story dazugekommen. Ja. Allein, dass man einfach im Flashback sieht, wie die da durch die Gegend reisen, Roger und seine Crew. Das fand ich halt schon so nice. Das ist krank. Und dann extra von Love Tale im Hintergrund nichts gezeigt und alles. Das fand ich auch noch ganz nice. Ansonsten haben Sie noch was, Herr Max? Nein. Ne? Erstmal so an sich erstmal noch nicht. Ich hab grad... Ja, ich überlege gerade noch, es gibt noch so ein paar andere Plotpoints, die noch nicht ganz aufgeklärt sind. Wir hatten das schon mit Orochi, der natürlich immer noch lebt. Ja. Dann hatten wir noch... Ich muss kurz meine... Hier, Dingens, was ist mit dem Feuerdämon hier von Kanjuro? Der ist, glaube ich, tot seit dem 1040. Chapter, der von dem Angriff auf... Aber Kanjuro treibt da auch noch sein Unwesen, also das darf man nicht vergessen. Ich glaube, ich bin mir gerade selber unsicher. Ansonsten sind halt tatsächlich, glaube ich, ich weiß leider nicht mehr, was mit Jack ist, aber ansonsten sind halt fast alle von diesen Desasters besiegt. King und Queen sind besiegt. Und ich weiß gerade nicht, was mit Jack ist. Gute Frage. Kämpft nicht Jack gegen zwei von den Samurai? Kann sein, gegen, dass gegen die noch zwei Minks oder nee, gegen einen Mink, glaube ich. Gegen, glaube ich, diesen Katzen. Ja, da ist halt noch so ein bisschen Chaos quasi, leider, mit der Story, man merkt's. Deswegen, da passiert immer ganz viel gleich, aber das kennt man ja auch alles von Oda. Genau. Was aber auch gut ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, One Piece, wenn was ich mir nicht vorstellen kann, weil es einfach irgendwie, ich glaube, das ist einfach, es geht, glaube ich, geht dann einfach zu schnell, wo One Piece enden sollte, irgendwann in den nächsten 50.000 Jahren. Wird eh, das, was Oda sagt, rechne immer mal 2-3 Jahre drauf. Ich sag nur, Shanks is going to make a move. Ja, nix da. Naja, wahrscheinlich mit dem nächsten Film oder so, wahrscheinlich noch am Produzieren von Film oder so eine Scheiße. Nee, ich glaube, er hatte wirklich 2021 gemeint. Aber das war nix. Nee. Aber die fünf Weisen tauchen immer häufiger auf und das ist sowieso im Laufe der Zeit so eine Sache. Das musste halt auch so sein, ne? Von allein schon von der Story her. Die müssen immer öfter auftauchen. Ja. Und ja. Was ich aber tatsächlich, wo ich echt so ein bisschen ein paar Probleme sehe, diese ganze Wano, Joyboy, diese ganze Plot da, Rogers Reise, das kommt alles so langsam zusammen. Auch hier mit Big Mom und Kaido, deren Story. Ja, genau. Was aber überhaupt nicht so richtig hier in die Gänge kommt, ist Dragon und die Revolutionäre. Ja, weil ich weiß echt nicht, wie Oda das machen will. Ich hab das Gefühl, dass Oda die einfach so halt vergisst oder halt einfach nebenbei so hinlegt. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir verstehen nur noch nicht, wie er sich das plant. Vielleicht. Es könnte ja gut sein, wenn die Marine auf dem Weg ist. Ja, wir haben ja auch Rob Lucky da auch, noch mit dabei. Vielleicht kommen die ja mit dazu. Vielleicht sind sie ja hinter Zunisha oder so eine Scheiße. Ja. Verstecken sich einfach nochmal ganz kurz oder. Was ist eigentlich gerade der Anime? Erzähl ruhig weiter. Ich glaube, der Anime ist kurz auch vor Rooftop, ich weiß nicht mehr. Aber warte mal, das ist ja. Ich weiß, dass glaube ich noch 14 Episoden sind bis zum Rooftop. Die sind jetzt hier bei. Ach, da war hier noch Page One und Ulti waren da noch am Kämpfen. Okay, ja gut, das ist ein bisschen. Ja. Ansonsten sind noch diese ganzen. Der ganze Reverie-Plot ist noch nicht aufgelöst. Stimmt. Mit Sabo und hier Vivi und so weiter. Das ist alles noch so eine Sache. Und ist natürlich die große Frage, wann macht Blackbeard seinen Move? Ich glaube, der macht vielleicht seinen Move, ich gehe mal, also Theorie, entweder kurz vor Ende Elbaf. Ja, ich bin auch gespannt, was mit Elbaf dann passiert. Oder halt wirklich erst nach Elbaf.
Vielleicht kriegt er seinen kompletten eigenen Arc oder so. Deswegen könnte man, by the way, auch noch argumentieren, dass natürlich Big Mom noch weiterhin dann der Antagonist ist. Weil Big Mom spielt auch eine Rolle für Elbaf. Sie hat sehr großes Interesse an den Riesen. Ja, ja. Und will deswegen wahrscheinlich eventuell auch noch nach Elbaf, wobei sie da sich voll krass... Wobei es eigentlich auch natürlich dumm wäre, aber es wird auch für Big Mom passen. Weil die Riesen sind ja nicht gut, auf sie zu sprechen. Stimmt. Aber auch Elbaf ist auch für Usopp zum Beispiel wichtig, jetzt wird gerade den Namen. Also klar, so. Nach Elbaf müssen wir auf jeden Fall, also weil Usopp will halt unbedingt ich nach Elbaf. Ich habe auch mal mitbekommen, dass angeblich wie hieß es nochmal? Das ist mein Timer, aber wir machen noch ein paar Minütchen. Ich habe nur hat gehört, dass vielleicht auch Shanks einen Move in Elbaf machen sollte oder irgendwie auch der Gegner in Elbaf sein soll, wo ich dachte, warum den Gegner? Ja, das ist ja immer noch diese Riesentheorie, dass Shanks und Ruffy gegeneinander kämpfen werden müssen. Ja, aber... Halte ich ehrlich gesagt ein bisschen für schwierig. Weil ich glaube eher, dass Shanks sowas wie Drake ist. So ein Doppelagent. Also Doppelagent Drake's in Anführungsstrichen. Drake's Story ist ganz... Also gut, wahrscheinlich ist er sogar noch, keine Ahnung, ein Einzelgänger oder so. Aber ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht sowas ähnliches wie so ein Doppelagent. Verstehst du, was ich meine? Er hat Connections zu den fünf Weisen. Er kommt ja da easy rein, ne? Ja, Shanks läuft einfach so, er spaziert einfach so ganz ruhig in dieses Schloss rein. Er spaziert einfach rein, so mit Umhang alles, als Unbekanntheit. Ne? Ja. Also ich gehe mal wirklich auch davon aus, dass er vielleicht sogar die fünf Weisen stürzen möchte. Also ist halt meine Theorie jetzt in der Hinsicht. Was halt dieses erklären würde, dass Ruffy halt nicht gegen ihn kämpfen muss, sondern mit ihm zusammen halt. Ja. Was natürlich auch deren Bindung so halt also erklärt. Das ist halt nur ein bisschen schwierig, weil du weißt, es gab ja mal... Gibt's ja jetzt quasi nicht mehr. Es gab ja mal dieses Drei-Mächte-Gleichgewicht. Kaiser, Marine, Sieben Samurai. Ist natürlich eh schon gebrochen, ne? Ja. Dadurch, dass wir die Sieben Samurai nicht mehr haben. Aber das ist halt so ein bisschen schwierig, ja? Dafür sind jetzt die zwei Mächte. Nicht mehr die drei. Na, also das hat wenn du die fünf Weisen stürzt, dann versinkt eventuell einiges im Chaos, weil Sakazuki ist so ein richtig mieser Prick, wer weiß, was der macht, wenn er keinen mehr hat, der ihm irgendwas befiehlt. Ich glaube auch, dass die Marine auch in dem Punkt auch wahrscheinlich dann gut sein kann, dass die entweder halt zerbrechen. Sakazuki, der wird sterben. Ich hoffe es sogar. Ja, Sakazuki ist auch so einer, der, wie sagt man so, dem man nicht so richtig vertrauen kann. Deswegen, also, ich geh mal, weil wir haben ja zum Beispiel... Und der auch ein bisschen pisst sowieso war auf die Weltaristokraten. Ja, ja, die spielen auch zum Beispiel eine Rolle, die werden wahrscheinlich auch irgendwo nochmal vorkommen. Ja. Ja, aber ich die Sache ist aber natürlich auch, sorry, lass dich gleich, nur, da laufen so viele Stränge zusammen. Ja. Die Weltaristokraten, die haben ja irgendwas, weshalb die da die Herrschaft ausüben können, ne? Mhm. Man muss ja mal wirklich überlegen, so einer wie Sakazuki muss ja wohl einen Grund haben, warum der sich unter den Befehl von diesen Oberdullis sich da setzt. Beziehungsweise die fünf Weisen sind natürlich keine Dullis. Das sind so die smarten Aristokraten. Das Problem ist ja auch so, die Weltaristokraten werden ja von der Marine so gesehen ja beschützt. Ist halt dann die Frage, was passiert, wenn die fünf Weisen weg sind, was machen dann die Marine? Die machen eventuell einfach so weiter wie vorher. Ja, in der Hinsicht, ja. Oder halt, wenn die Marine weg ist, zum Beispiel, da haben die Weltaristokraten keinen Schutz mehr in der Hinsicht. Also, ja. Außer die haben jetzt auch immer einen starken, so wie Doflamingo zum Beispiel. Also ich glaube, dass so einer wie Blackbeard und Kaido und so, die würden, wenn man die nicht mal zurückhalten würde oder so alles, die würden richtig krasses Chaos machen, auch Big Mom eigentlich. Mhm. Wenn die so merken, dass sie ihren Move machen können. Setz jetzt mal die Theorie auf, dass, oder was ist Theorie, ich vermute sogar an sich einfach, dass wenn man Kaido einfach so alleine irgendwo hinschickt, sag jetzt mal, die Marine. Ja. Er solot, die Marine, easy, drei Chapter nicht mal, ja, ein Chapter, er macht weg. Er hat ja auch noch seine Crew, ne? Ich meine jetzt aber nur Kaido an sich. Der braucht wahrscheinlich seine Crew nicht. Also ja. Kaido alleine ist ein Monster. Das ja, und dann auch noch Big Mom zusammen, wie sie ja eigentlich machen wollten, ne? Die beiden. Genau. Ja. Deswegen haben die sich ja auch alle in die Hosen geschissen, als gesagt hat, ja, die beiden machen jetzt eine Allianz. Dann die Marine schon gleich, oh holy shit, Ende der Welt. Und was man auch dazu sagen muss, wäre halt... Das meine ich halt mit von wegen drei Mächte. Sobald sich Kaiser zusammentun, wird es problematisch. Ja. Naja, man muss überlegen, dass... Hätte Marineford-Arc, wissen wir noch,
dass angeblich Kaido auf dem Weg war zur Marine. Hätte Shanks ihn ja nicht aufgehalten. Deswegen sage ich ja, Shanks ist so einer, der so diplomatisch ist und so nicht so chaosmäßig unterwegs ist. Whitebeard eigentlich auch nicht. Ja, eigentlich, aber gut, Ace. Weil Whitebeard hat ja selber Ace immer zurückgehalten, als er gegen Blackbeard kämpfen wollte. Ja. Also Whitebeard war schon so ein bisschen ruhiger, erst als die dann seinen Sohn umbringen wollten. Ja. Wurde er mal richtig wütend. Also hier, wie sein Ziehsohn. Ich dachte, du meinst den richtigen Sohn jetzt. Nee. Es ist halt für ihn sein Sohn, ne? Ja. Deswegen, also ich glaube nicht, dass Shanks da so auf Stürzen aus ist. Der wird... Es wird vielleicht eine Diskussion zwischen... Schwierig. Es wird vielleicht irgendwo eine Diskussion geben zwischen ihm und Ruffy vielleicht in der Hinsicht, weil Ruffy will ja definitiv wahrscheinlich irgendwie... er will ja das One Piece an sich als Ziel... König der Piraten, ja, werden. Er will ja König der Piraten werden, aber ob das halt der Ziel dafür ist, du lost. Was? mein Deutsch ist gerade irgendwie schlecht. Damit du König der Piraten werden kannst, musst du das One Piece finden. Ja. Ja, das ist sozusagen sein Ziel. Aber ob die Weltregierung sozusagen noch davor steht, um sein Ziel zu erreichen, ist ja natürlich eine andere Frage. Deswegen wird er wahrscheinlich da diskutieren müssen mit Shanks. Ja, Shanks eigene Pläne sind natürlich auch schwierig, ne? Ich weiß nicht, was sein Plan ist. Ja, eben, wir wissen nicht genau, was er plant. Manche Leute denken halt auch so, er hätte so irgendeinen krassen Plan für Ruffy oder so. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ganz kurz, ich habe mal auch eine Theorie gesehen, als der Shanks-Film angekündigt wurde, One Piece Red. Da kam ja... Weiß ich gerade legit nichts drüber, ne? Musst du mal den Trailer angucken, dafür, oder? Ja, mich interessieren halt die One-Piece-Filme nicht, das ist halt... Ja, aber ich glaube, dieser Film wäre auch, glaube ich, krass. Ja. Mann, das ist ein Databook, lol. Nee, da muss man nochmal über Google schauen. Okay. Entschuldigung. Ach so, der... Ja, alles klar. Genau, da kommt halt sozusagen der Film raus dafür. Und hier siehst du an dem D von Red sind drei Striche. Das ist ja sozusagen das Markenzeichen von Shanks, das Blackbeard ihm hier zugefügt hat. Viele spekulieren, weil es ja an diesem D ist, dass er ein D-Member ist, wo ich mir dachte, Bro, halt auf mit diesem scheiß D-Member-Scheiße. Ja, also dass er das D in seinem Namen hat. You got it? Was ich nicht unterstützen kann zur Hälfte, weil viele auch sagten, vielleicht ist er der Sohn, und jetzt halte ich fest, von Roxy Zabek, oder wie auch immer der Typ hieß. Ich dachte immer, die Theorie wäre ja, safe ist Blackbeard der Sohn von Zabek. Dachten einige, aber ich glaube, Blackbeard nimmt sich einfach nur eher ein Beispiel an ihm. Ja. Oder er ist sozusagen sein Vorbild. Ja, das ist auch. Also entweder ist er wirklich der Sohn oder ein Vorbild. Ich weiß nicht, ob es jetzt stimmt, aber ich glaube, Roxy Zabek hatte ja, glaube ich, rote Haare. Hat man, glaube ich, nie irgendwo gesehen. Also seine Silhouette war so, ich glaube, irgendjemand hat auch aus, dass er irgendwie rote Haare hatte. Aber allein diese Theorie, dass man da irgendwie so Shanks mit dem Typen so verbindet, ist irgendwie so komisch, dass ich mir denke, das kann nicht sein, weil er war auch bei dem Kampf ja nicht mit dabei. Also wäre es jetzt wirklich sein Vater, würde ich mir denken, dass nein. Ja. Also kann ich mir nicht vorstellen. Beziehungsweise, er war nicht bei dem Kampf, oder? Soweit ich weiß, nicht, war er nicht beim Kampf. War er, glaube ich, wirklich nur Garp halt... und Roger. Ja, es ist. Ja, kann ja auch noch eigentlich gar nicht. Whitebeard war ja selber so jung. Deswegen. Ja, kann ja eigentlich nicht. Auf jeden Fall, wo waren wir eigentlich? Seht ihr Leute, genau das meine ich. Ich habe keine Ahnung. Nein, wir waren dabei, ob Shanks die fünf Weisen stürzen will. Kaido hier mit U geschrieben, der. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man schreibt. Kaido. Deswegen, ich glaube halt eigentlich nicht, er ist so ein bisschen so der Vernünftigere quasi. Ich sag so, vielleicht ist er zwiegespalten, also bei der ganzen Sache. Kann natürlich sein, dass Shanks irgendwie so der nette Charakter ist, der so rüberkommt, aber irgendwie noch so einen Plot einbaut, weil wir kennen Oda, der baut safe irgendwo einen Plot ein. Naja. Der macht einen Favorite-Charakter zum Main-Villain vom... Es gibt doch immer noch die gute Theorie irgendwie, dass Shanks durch Blackbeard stirbt oder so. Das wäre natürlich auch eine Sache, was ich natürlich nicht feiern würde. Nee. Aber gut, die sind ja so oder so schon Rivalen gewesen, weil er hat ihm auch diese Narbe zugefügt. Ja, Blackbeard hat er ihm ja mit dieser alten Klaue, die er hatte, ja, diese Narbe am Auge zugefügt, was halt jetzt sein Markenzeichen zugesehen ist. Aber ich glaube, Blackbeard hat sich wirklich eher ein Beispiel an hier Rocks genommen. Ja. Weil er hat ja auch viele Sachen mit diesen drei Totenköpfen und er hat alles doppelt bei sich so.
zwei Flaschen oder zwei Pistolen so. Naja, das ist ziemlich crazy. Sein Bart ist, glaube ich, so hier so dreimal geflochten. Ja, Blackbeard ist so ein ganz crazy Charakter, über den könnte man selber eine Stunde reden. Über den könnte man eigentlich ein ganzes Arc schreiben oder ein ganzes Buch. Ich schwöre übrigens bei Gott, dass wir das schaffen könnten, glaube ich, über jeden Charakter fast eine Stunde zu labern. Safe, also ja. Über die Safe-Charaktere, jetzt nicht vielleicht über Krokus. Foxy. Krokus. Das mit der Blutgruppe, weil das ja so lustig war. Ja. Ich habe mal nachgelesen, das liegt daran, weil die Japaner so einen Aberglauben haben, dass je nachdem, welche Blutgruppe du hast, du irgendwie so als Partner oder so bestimmte Eigenschaften hast. Je nachdem, welche Blutgruppe du bist. Das ist in Japan wirklich so eine Art Glaube da. So eine Art religiöser Glaube. Und deswegen nennt er auch die Blutgruppe. Ich weiß nicht mehr, welche Blutgruppe ich habe, Alter. Ich auch nicht, deswegen, ich denke mir so, weil da ist es dann auch wirklich mal so, wenn man sich vorstellt und trifft, ja, und meine Blut, und am Ende sagt man noch deine Blutgruppe. Und ich denke mir dann nur so, keine Ahnung, Digga. K5YAB. Nur damit wir endlich mal geklärt haben, warum dann Krokus am Ende noch seine Blutgruppe sagt. Aber weil es halt so ein Japan-Ding ist. Ist es nicht in. Nee, warte, es war nur in One Piece, dass sie verschiedene Blutgruppen haben, wa? Also, das sind noch andere Blutgruppen. Ich glaube, die haben nicht mehr so diese, jetzt wie hier in echt, die haben wohl so. Die haben noch irgendein Bullshit. SFXB85. Noch irgendein Bullshit wahrscheinlich. Ja, ich dachte mir schon, so ist es jetzt auch in echt. Am Ende stellt sich so raus, Roger war deswegen so stark wegen seiner Blutgruppe. Nein, Spaß. Würde eigentlich so klären. Vielleicht hat Ruffy auch dieselbe Blutgruppe. Vielleicht haben sogar die anderen, die gerade im Bild gezeigt wurden, wo Ruffy ja auf Kaidos erstmal irgendwie getroffen ist. Auf dem Rooftop. Da hat man ja Oden, Whitebeard, ich glaube. Naja, das sind die. Die, wo Kaido sagte, die sind so auf demselben Level und die sind ernsthafte Gegner. Ja, die haben dieselbe Blutgruppe alle. Ist doch safe so. Ja, Leute, das war unser erster Versuch hier mit unserem Podcast-Kram. Beim nächsten Mal machen wir jetzt alles natürlich ein bisschen strukturierter, keine Sorge, da geht's noch mehr zur Sache und da wird's noch durcheinander gehen. Ich überlege echt, ob wir über unsere eigene Filmreihe labern sollten. Nein, bitte. Weil Leute, das ist noch viel schlimmer als One Piece. Bitte nicht, ich glaube, da würden die Leute nicht mehr wissen, worum es überhaupt geht. Ja, natürlich nicht. Das Geile ist, ich könnte auch gar nicht mehr bei Null anfangen, weil es so chaotisch ist. Ja, nee, ich möchte auch gar nicht bei Null anfangen mehr. Nein, ich auch nicht. Wir können aber trotzdem nochmal irgendeinen Podcast machen, wo wir so versuchen, die ganzen Sachen, die ganzen Storys zusammenzufügen. Oder vielleicht ein paar Theorien so erklären, mal vorstellen. Ich würde wirklich mal so versuchen, da müssen wir aber wirklich strukturieren. Die Sachen, die noch übrig sind, die noch nicht aufgeklärt sind, irgendwie zusammenfügen. Damit's, und dann daraus so, so was Vernünftiges zu machen. Damit es aus einem zusammengewürfelten Puzzlestück auch eine Mona Lisa ergibt. Denn wie sagte einst ein weißer Mann, ich sag's lieber jetzt nicht, sonst wäre mir gestrikt. Ich weiß gar nicht, was du sagen wolltest. Nee, ich sag's lieber auch nicht auf Englisch, ich glaube, das wird ja noch schlimmer dann. Swiddly Swoody? Nee. Nein, das ist das bringt Flashbacks wieder zurück, das mache ich lieber nicht. Das machen wir gleich nach der Aufnahme, wenn die Aufnahme vorbei ist, sagen wir dann. Und dann bis zum nächsten Mal, dann gibt's auch irgendwann geht auch Minecraft weiter. Genau. Ja. Ansonsten machen wir, glaube ich, dann jetzt, wir versuchen mal, wir schaffen es eh nie jede Woche, Leute. Aber immer mal so randommäßig, wenn wir Zeit haben, machen wir diesen Podcast und reden über das neueste Chapter und dann noch über alles andere. Aber vielleicht jetzt ein zweites Chapter, vielleicht machen wir es jede zweite Woche so. Ja. Damit vielleicht auch jemand auch up to date ist, zum Beispiel. Ja. Ja, weil das kommt ja mal, vielleicht kommt ja diese Folge irgendwie, keine Ahnung, im November erst raus. Das ist dumm. Das ist One Piece wahrscheinlich schon eh vorbei. Nein. Nee, aber ja, vielleicht jede zweite Woche, damit man halt up to date ist und an einem Tag, wo vielleicht auch hier jeder was so gelesen hat. Das Chapter, also halt auch da und dementsprechend. Trotzdem machen wir Spoilerwarnung, aber trotzdem halt sozusagen mitreden kann. Alles ist hier mal Spoiler. Genau. Ansonsten, ja, tschüssi, ne? Schreibt ein paar Theorien zum Wano-Arc, vielleicht wie es danach weitergeht. Was interessant ist, was wir besprechen sollen. Würde uns das gerne. Das finde ich sowieso, ich wollte jetzt nicht schon wieder hier so ein Fass aufmachen quasi, aber. Das war so klar. Aber bis auf Elbaf und natürlich Richtung Laugh Tale wissen wir legit nicht, was als nächstes kommt, ne? Almost Whole Cake Island. Ich wusste jetzt nicht, was das Gegenteil von Whole Cake Island war, also. Na, hier. Tschüss. Ja. Naja, weiß ich nicht, Half Cake Island. Half Potato. Ja, ja, Leute, ciao. Max macht irgendwelche Bewegungen, die eh keiner sieht. Sag mal noch was. Achso, tschüss.